Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Steuern mit Kopf. Dem Format, wo ihr jeden Montag auf Facebook oder YouTube eine Frage stellen könnt, die ich euch dann in einem One-Taker hier beantworte. Folgende Frage kam diese Woche auf mich zu und zwar Frag Steuern mit Kopf. Wie funktioniert eine Kooperation als Bilanzbuchhalter mit einem Steuerberater? Danke im Voraus. In diesem Sinne, mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Ja, in diesem Video ist das Thema im Grunde hier die Kombination von einem Bilanzbuchhalter und einem Steuerberater. Es gibt hier vier Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Eine klammer ich doch gleich von vornherein vorne aus, sage ich mal. Und das ist das Anstellungsverhältnis eines Bilanzbuchhalters bei einem Steuerberater. Das wäre im Grunde der ganz normale Arbeitsvertrag. Also ich denke, den kann man hier auch vorne weglassen. Da bleiben im Grunde drei Möglichkeiten. Und zwar einmal die Finanzbuchhaltung durch den Bilanzbuchhalter im Unternehmen selbst. Dann die Finanzbuchhalter durch einen selbstständigen Buchhalter, beauftragt durch den Unternehmer. Und dann die Finanzbuchhaltung durch den Bilanzbuchhalter, aber beauftragt durch den Steuerberater. Da werde ich mal auf diese Themen ein bisschen eingehen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Ihr natürlich werdet euch jetzt die Frage stellen, warum stehe ich überhaupt hier und was ist das überhaupt für ein Raum? Es ist so, das ist meine Steuerkanzlei, die wird gerade umgebaut. Noch im Juni soll es hier fertig werden. Wir haben hier, wo man es schon sieht, schon diese Wand rausgerissen. Der Grund, warum ich auch diese Location heute gewählt habe, auch wenn der Ton nicht ganz so gut ist, ist ganz einfach, weil es hier das Thema Remote-Arbeit immer mehr trifft. Also es ist nicht mehr so, wo man auch in den letzten Jahren schon den Trend gemerkt hat, es geht immer mehr weg von diesen Büros und dementsprechend natürlich in den, sag ich mal, den Homeoffice-Bereich. Und gerade während der Corona-Zeit haben sich ja natürlich auch viele Buchhalter, Bilanzbuchhalter die Frage gestellt, wenn sie zum Beispiel im Unternehmen waren, also wo jetzt auch das erste Thema ist, Finanzbuchhaltung durch den Bilanzbuchhalter im Unternehmen, dass derjenige dann festgestellt hat, okay, Corona-Zeit ist ein bisschen blöd, vielleicht bloß noch auf 60% herunten und dementsprechend Kurzarbeit und sonstiges. In dem Zusammenhang aber das erste Thema und zwar, der ist Angestellter beim Unternehmen. Das heißt, er hat dort natürlich seine komplett normalen sozialversicherungsrechtlichen Thematiken und natürlich ist auch hier in dem Zusammenhang weisungsgebunden. Der Bilanzbuchhalter erstellt hier Kreditoren, Debitorenbuchhaltungen, hat vielleicht in dem Zusammenhang auch noch Rechnungsschreibung mit dabei oder auch noch andere operative Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich und muss im Grunde dann auch hier die Zuarbeit zum Steuerberater durchführen. Also würde am Ende des Jahres hier das Jahresabschlussgespräch, sagen wir mal, zwischen Mandanten, also in dem Fall zum Beispiel der Steuerzahler, dem Bilanzbuchhalter und dem Steuerberater stattfinden, was dann natürlich hier ganz einfach auch durch den Jahresabschlussersteller dann Rückfragen hier vom Bilanzbuchhalter beantwortet werden. Nummer zwei ist ganz einfach im Grunde die FIBU durch einen selbstständigen Bilanzbuchhalter. Auch das ist fast das Ähnliche, vor allem wenn es in Auftrag gegeben wird durch den Unternehmer. Hier ist es meistens so, dass dann wahrscheinlich irgendeine, Massensoftware vielleicht verwendet wird, wo dann im Grunde dann die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung dann darüber erstellt wird. Der Bilanzbuchhalter hat mehrere Buchhaltungen pro Monat, der Auftrag, wie gesagt, erstellt durch den Unternehmer und der Bilanzbuchhalter übernimmt auch dann die, die Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung. Die freiberufliche Tätigkeit, hier Punkt Nummer 3, ist dann ein Trend, der immer mehr auch zunimmt, weil, wie gesagt, viele jetzt während der Corona-Zeit gesagt haben, hey, ich habe bloß noch hier im Grunde Arbeit auf 60%, ich will aber die restlichen dazu verdienen, haben sich dann anstellen lassen zum Beispiel oder als freiberufliche Tätigkeit, also nicht freiberufliche Tätigkeit, aber selbstständig, sage ich mal, einen Steuerberater gewandt und machen für den jetzt extern Buchhaltungen. Das ist hier aber für die Praktiker sehr wichtig. Es gibt hier zwei Hindernisse, die vor allem der Steuerberater wissen sollte, und zwar das Thema Haftung, dass man hier natürlich nicht hier in die Haftung gerät, wenn der Bilanzbuchhalter, der als externer Dienstleister angestellt ist, hier mit reinkommt. Thema Nummer 2, Sozialversicherung natürlich, Scheinselbstständigkeit, das kann wirklich teuer werden und dann natürlich die Schnittstellenthematik. Hier, wie gesagt, das trifft jetzt ein bisschen auf alles zu. Hier natürlich wichtig, dass die Schnittstellen der Buchhaltersoftware, aber auch desjenigen, der dann die Daten einspielt, zusammenpassen. Nicht nur mit Hinblick darauf, dass, sage ich mal, der Export der Daten
Daten funktioniert, sondern auch zum Beispiel hier dann am Ende natürlich auch die Kontenrahmen. Denn nichts ist schlimmer eigentlich, wenn eine Buchhaltung bisher zum Beispiel auf SKR 04 erstellt worden ist, der Bilanzbuchhalter, der jetzt selbstständig dazukommt, dann auf SKR 03 weiter bucht und dann am Ende der Abschluss wieder in SKR 04 gemacht werden muss. Das ist wirklich oftmals ein Riesenproblem. Dementsprechend hier gibt es einen Trend, den ich mir so ein bisschen überlegt habe, der auch für vielen Kanzleien mittlerweile durchgeführt wird, und zwar die Erstellung eines Mitarbeiters, der dann zum Beispiel als externer Dienstleister hinzuarbeitet, der aber gleichzeitig noch andere Buchhaltungen hat. Warum macht man das vor allem bei ASP-Systemen gerne? Weil dann die Buchhaltung gleich auf demselben System erfolgt und nichts mehr exportiert oder importiert werden muss. Und das ist natürlich schon dann eine erhebliche Erleichterung. Was viele aber natürlich auch in dem Zusammenhang gerne hätten, was aber zumindest viele Steuerberater, die ich kenne, nicht machen, das ist das reine Stempeln. Ungeprüft einen Jahresabschluss rausgeben, der von einem Buchhalter erstellt worden ist, das ist ein Trend, der früher mal sehr groß war, mittlerweile aber nicht mehr gemacht wird, eben vor allem aus Haftungsgründen, denn der Steuerberater im Grunde ja haftet ja mit dem, was er da unterschreibt. Langfristig ist es aber auch so, ich sage es immer sehr gerne, und Selbstbucher im Selbstversuch. Ich habe sehr viele Mandanten, die selbst buchen und auch diejenigen Remote-Buchhalter einsetzen. Das ist jetzt im Grunde natürlich ein bisschen über den Kamm scheren bei allen, aber ich habe sehr viele und auch mich mit sehr vielen Kollegen unterhalten. Und dort ist der Trend wirklich so, viele versuchen es erst einmal. Und die Erfahrung zeigt einfach, 6 Monate, 12 Monate gehen gut und danach stellt man fest, okay, beim Jahresabschluss entweder der Bilanzbuchhalter oder derjenige, der selbst bucht, hat dann hier massive Fehler in der Buchhaltung, die dann erst mit dem Jahresabschluss korrigiert werden. Das kann zu Nachzahlungen führen in der Umsatzsteuer, natürlich auch zu Problemen mit Vorauszahlungen und Ähnlichem. Dementsprechend ist es so, langfristig kehrt sich der Trend gerade wieder ein bisschen um und geht vor allem zum dritten Punkt, wo man heißt, hier ist ein Buchhalter, der dann vom Steuerberater beauftragt wird oder vom Unternehmen beauftragt wird, weil man einfach hier, wie gesagt, das festgestellt hat, auch dass der Buchhalter oftmals ausfallen kann. Eine Anekdote hier, die hatte ich letztes Jahr in einem Fall, beziehungsweise ähnliche Fälle gibt es auch immer öfter, und zwar, dass der Buchhalter halt dann ja eine Zeit lang die Buchhaltung macht und irgendwann halt dann mal, wenn Krankheit ist oder wenn er ausfällt, halt hier kein Ersatz vorhanden ist und dementsprechend die Umsatzsteuervoranmeldung nicht pünktlich rausgeht. Diese Thematik hat wie gesagt Vor- und Nachteile. Ich denke, langfristig wird es dazu hinauslaufen, dass es wirklich hier sehr viele Bilanzbuchhalter gibt, die hier auf selbstständiger Basis arbeiten, aber auch immer mehr Steuerberater hier natürlich selbstständige Bilanzbuchhalter als externe Dienstleister in Anspruch nehmen, aber wie gesagt unter den Voraussetzungen mit den Problematiken. Was solltest du ansonsten da beachten? Wirklich hier natürlich sich zu überlegen, ist es wirklich das Geld wert? Denn aus der Erfahrung heraus habe ich jetzt bei sehr vielen Jahresabschlüssen in diesem Jahr schon gemerkt, es lohnt sich meistens nicht, einen Bilanzbuchhalter zu verwenden oder einen oder selbst zu buchen, ist leider die traurige Realität. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, weil der Unternehmer eine andere Tätigkeit hat, als die Buchhaltung zu machen, sondern der sollte Geld verdienen und der Steuerberater kann wirklich dann laufend die Buchhaltung auf einem hohen Niveau erstellen und es entstehen nicht noch mehr Kosten beim Jahresabschluss. Denn es ist wirklich so, die Korrektur einer Buchhaltung ist teurer als das Buchen direkt selbst vor Ort. Das ist einfach im Grunde auch so was jetzt die Praxis lehrt. Dementsprechend auch mit sowas vorsichtig sein und da lieber dann mal, sage ich mal, Angebote bei mehreren Steuerberatern für die Buchhaltung einholen und dann nicht immer direkt nur den Bilanzbuchhalter zu Rate ziehen oder vielleicht hier auch den Buchhalter nehmen, nur weil der es vielleicht um ein paar Euro günstiger macht. Denn das ist, wie gesagt, ein Erfahrungswert. Wie gesagt, ich möchte hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber da so viel voraus. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und ja, wie gesagt, viel Spaß beim dem, was ihr am Wochenende vorhabt. Und wir sehen uns natürlich jetzt dann mit ein paar sehr coolen Videos und ich hoffe wirklich, dass in den nächsten 3 Wochen hier auch dann das Büro im Grunde fertig ist und ich euch dann mal hier in den kleinen Rundkurs mitnehmen kann, denn das habe ich auf Instagram und auf Facebook schon angekündigt, dass es hier dann einen kleinen Sneak in das Büro gibt. In diesem Sinne, wie gesagt, schönen Freitagabend. Ciao, ciao. Mein Name ist Roland Elias. Ich bin Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.